So, wir starten nun mit unserer ersten Bewegung. Diese Bewegung gehört zu den Top Rocks und heißt Indian Step. Die erste Variante vom Indian Step, die wir machen, ist mit offenen Füßen. Dazu starten wir in unserer Grundposition. Die Füße sind leicht in einer Grätsche geöffnet. Der rechte Fuß startet nach vor und kreuzt leicht vor den linken Fuß. Und wir nehmen den rechten Fuß wieder zurück an die Ausgangsposition. Das gleiche machen wir nun mit dem linken Fuß. Der linke Fuß geht vor und wieder zur Seite. Das sind die Füße. Wir machen sie noch einmal gemeinsam. Rechter Fuß geht vor, zur Seite und links, vor, zur Seite. Nun kommen die Arme dazu. Unsere Ausgangsposition von den Armen ist eine leicht überkreuzte Position. Und immer dann, wenn ein Fuß nach vor geht, öffnen wir die Arme zur Seite und schließen sie wieder, wenn der Fuß in die Ausgangsposition zurückkommt. Wir machen gemeinsam. Der rechte Fuß beginnt nach vor, die Arme öffnen. Und 1, 2, der linke Fuß geht vor, Arme öffnen, 3, 4 und 1, 2, 3, 4 und vor, zur Seite, vor, seit, vor, seit und vor und seit. Ja, das war der Indian Step aus der offenen Grundposition. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht.